Das sind Dinge aus recycelten Elektroaltgeräten. Das war einmal eine Leiterplatte von einem Computer. Jetzt sind es Schmuckstücke, Uhren, Notizblöcke und Lampen. Schmuck aus Handytastaturen und aus Widerständen. All das hergestellt von der TrashDesignManufaktur, ein sozial-ökonomischer Betrieb, in dem Langzeitarbeitslose und auch Behinderte beschäftigt sind. Was steckt noch so alles in unserem Müll? Welche Materialien kann man noch verwenden? Also eine Sache, die so meine weiß ich nicht, kleine Spinnerei ist, war eben aus sehr untypischen Materialien Handtaschen zu machen. Und da habe ich mich mal entschlossen, mit dem Waschmaschinentrommelblech anzufangen, weil mir das einfach so gut gefällt vom Material her. Bei dem Waschmaschinenblech ist es nicht geblieben, sogar die Verpackung ist aus Elektromüll. So gehört das dann. Ja? Sehr gut, danke. Wieder mal eben aus diesen Tastaturfolien, die da parallel dazu, wenn wir die Tasten rausholen, natürlich eh gleich ausgebaut werden können. Da haben wir unsere Zuschnittbögen und da wird das dann genäht. Das passt eh gerade mittendrin. Das ist eine Industrienähmaschine, alte, die wir auch gekriegt haben. Und da passen, das haben wir so berechnet, dass alles an Armreifen und wenn man eine Kette einmal zusammenlegt, dass das alles reingeht. Und das wird dann eben so zusammengesteckt. Und das ist für Ohrringe drin, also für die ganz kleinen Sachen, weil die würden da drüben rausfallen mit einem Stück Kabel. Wird es dann zugemacht. Schön bunt sind die Dinge. Die Idee hatte eine Transitarbeitskraft, denn ursprünglich gab es nur die Zerlegung. Da gab es eben den Ahmed, also der ist gelernter Gold- und Silberschmied und kommt eben aus Pakistan. Und der hat, wie so alle damals, nachdem es ja diesen Bereich nicht gegeben hat, dass wir das kreativ verwendet haben, unten in der Zerlegung gearbeitet und hat eben so, ich glaube Widerstände war das erste, was er eben gesehen hat und da war für ihn irgendwie klar, das gibt total nette Ohrringe und der kann auch so, da gibt es einen Spezialknoten oder Technik eben, das so zu verformen aus der Goldschmiederei und da hat er einfach mal zwei, drei Widerstände zusammengehängt und hat eben einen Ohrring draus gemacht und hat das dann eben wem gezeigt. Und da war, glaube ich mal so, nur die erste Idee, hoppala, aus dem kann man auch was anderes machen. So ist die TrashDesignManufaktur Wien im Demontage- und Recyclingzentrum entstanden. Der Betrieb gehört zur Wiener Volkshochschulen GmbH und wird vom Arbeitsmarktservice und dem Bundessozialamt unterstützt. Er beschäftigt rund 50 Transitarbeitskräfte, und zwar ehemalige Langzeitarbeitslose und Behinderte. Das Ziel ist die Vermittlung in den Arbeitsmarkt. Ihr Slogan, sehr passend. Ihr Schrott beschäftigt uns. Nicht alles wird selber gebraucht und so verkauft man zum Beispiel Edelmetalle weiter und anderes wird fachgerecht entsorgt. Also wir zerlegen viel mehr Elektroaltgeräte, als wir brauchen können in der TrashDesignManufaktur. Und die zerlegen wir dann sortenrein. Das heißt, wir sammeln die einzelnen Fraktionen getrennt, wie zum Beispiel Edelstahl oder Metalle. Und die gefährlichen Abfälle, die in den Geräten stecken, werden auch getrennt gesammelt und bei einem Entsorger wirklich fachgerecht entsorgt. So wird viel für unsere Umwelt gemacht. Auch Sie können das tun, und zwar mit dem Kauf dieser Produkte. Das Besondere dieser Designerstücke ist, dass jedes Stück Handarbeit ist und deshalb einzigartig. Zusätzlich unterstützt man die Idee der Sozialwirtschaft. Wir sind nicht zu 100% gefördert. 20% unserer Projektkosten müssen wir uns selbst erwirtschaften. Die TrashDesignManufaktur bzw. die Produkte sind ein großer Teil unserer Eigenerwirtschaftung. Viele aufregende Dinge finden Sie in der Vogtgasse 29 im 14. Bezirk. Und weitere Informationen unter www.trashdesign.at.